habe 2001 die Free Software Foundation Europe gegründet und geleitet bis 2009. Bin dort immer noch aktiv, seit 2010 Geschäftsführer der Collab Systems AG. Ich habe, weil es einfacher und schneller ging, die Templates von da genommen, um ein paar Worte zu sagen zu einem durchaus schwierigen Thema. Sicherheit, Informationssicherheit ist kompliziert und ganz häufig schmerzhaft, weil Sicherheit meistens nicht ohne Abstriche zu haben ist. Entweder muss man Zeit oder Geld oder auch teilweise Bequemlichkeit investieren, um sie zu erlangen. Und das geht nicht unbedingt immer allen Menschen so einfach zur Hand. Und gerade auch in Schulen ist es so, dass natürlich auf der einen Seite, wie auch schon angesprochen, die Pädagogen immer selber teilweise noch aus einer anderen Generation kommen, die nicht mit dieser Technik aufgewachsen ist, sich das irgendwie aneignen sollen müssen. Auf der anderen Seite, die Technik sich so schnell entwickelt, dass es schwierig ist, da überhaupt im normalen Leben sozusagen nebenbei zu versuchen, dem zu folgen. Und ich werde versuchen, so ein paar Impulse zu geben, weil für mehr reicht dann die Zeit doch nicht. Aber ganz kurz hier die. Gut. Also, wenn wir über Sicherheit sprechen, dann muss heutzutage wohl auch das Thema Überwachung angesprochen werden. Bruce Schneier nannte Überwachung mal das Geschäftsmodell des Internet. Aktuell sprechen wir sehr viel über Regierungen und Geheimdienste. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema und auch ein Thema, das durchaus Relevanz hat für Schulen, wie ich denke. Das kommt gleich noch ein bisschen zur Sprache. Gleichzeitig ist es aber nicht das einzige Thema, das diskutiert werden sollte, meiner Meinung nach. Es ist ein Ausschnitt des größeren Themas, denn natürlich, und Bruce Schneier spielt darauf an, viele von den großen Unternehmen verwenden die Nutzerdaten, um in irgendeiner Form hier zu analysieren und verarbeitet weiter zu verkaufen, den Zugang zu den Nutzern weiter zu verkaufen. Und letzten Endes haben eine Überwachung des Nutzers, die extrem gut funktioniert, sie argumentieren, das sei im Interesse des Benutzers, um dem bessere Dienste zu bieten. Die Frage ist aber, ist Überwachung wirklich besser, wenn das Motiv die Gewinnmaximierung ist? Und ist das unter Umständen das, was wir wirklich wollen? Denn, und da kommt auch die Verbindung zur Schule, Privatsphäre ist sehr, sehr schwierig zu schützen, gleichzeitig aber eine Säule der Demokratie. Ohne Privatsphäre ist es sehr, sehr schwierig, sich frei entfalten zu können. Das wissen wir aus psychologischen Studien auch. Jemand, der das Gefühl hat, dass er in irgendeiner Form überwacht wird, verhält sich anders. Der hat die sogenannte Schere im Kopf, der sagt, so ja, vielleicht soll ich das besser nicht sagen, das könnte mich vielleicht irgendwann in Schwierigkeiten bringen. Privatsphäre, die Möglichkeit, sich völlig frei äußern zu können, sich eine Meinung völlig frei bilden zu dürfen, ist ein wichtiges Gut. Und dieses wichtige Gut im Rahmen auch der Demokratieausbildung in einer Schule. Ich denke, Schulen sollten auch einen Beitrag leisten, natürlich, zu einer freien Gesellschaft. Gerade hier in der Schweiz, wo die direkte Demokratie gelebt wird, ist das umso wichtiger, weil jeder Einzelne letzten Endes zu jedem Zeitpunkt oder zu regelmäßigen Zeitpunkt, aber eigentlich in einem konstanten Dialog, ja ein Entscheider ist. Daher ist die Privatsphäre insbesondere hier Teil der Kultur. Und diese Kultur weiterzugeben an die nächste Generation ist ein wichtiger Teil dessen, was auch Schulen tun. Natürlich nicht nur Schulen, aber auch Schulen spielen einen wichtigen Teil dabei. Die Frage ist also, kann man die Privatsphäre noch schützen? Und das ist in der Tat nicht immer ganz einfach. Zumal Schulen dann auch noch einen erhöhten Schutzbedarf eigentlich haben. Man könnte sogar fast sagen, Schulen müssten viel mehr Aufwand und Zeit darauf verwenden, genau diese Aspekte zu schützen, als viele Unternehmen, weil voll ausgeprägte Erwachsene natürlich einen völlig anderen Umgang haben mit gewissen Themen und sich gegen manche Dinge besser schützen können als Kinder. In
irgendeiner Form sind Kinder immer noch sehr, sehr formbar. Und ich meine, das Thema Facebook-Mobbing und Cyber-Mobbing und sonst wie ist natürlich relativ stark auch durch die Medien schon bekannt. Ist aber natürlich auch nicht der einzige Teil dieser Frage. Hier in diesem Fall ist es so, dass natürlich durch Prozess und Verhalten, also den Versuch da zu begleiten und in irgendeiner Form den Schülern Ansprechpersonen zu bieten und sie darin auch zu erziehen letzten Endes oder ihnen zumindest die Impulse zu geben, verantwortlich mit den Medien umzugehen, ist sicherlich eine Sache. Und Schulen tun sich damit schwer, verständlicherweise, weil es ist schwierig. Man kann es nicht so ohne weiteres kontrollieren, was Schüler tun. Das ist für die Eltern wie für die Schulen ein großes Problem. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Fall kann die Sicherheit, weil wir es nicht hundertprozentig kontrollieren werden können, niemals, nur durch Prozess und Verhalten und letzten Endes durch Ausbildung und einen sinnvollen Umgang mit der Technik überhaupt geleistet sein. Schulen tun sich da manchmal schwer. In diesem Fall ist es eine Anleitung aus dem Schulen als Netzprogramm, wo letzten Endes ein Man in the Middle installiert wird. Das heißt, die Verschlüsselung der entsprechenden Verbindungen wird aufgebrochen durch eine US-amerikanische Blackbox auch noch, was sehr geschickt ist, um dann weiter verbunden zu werden. Was natürlich bedeutet, für sämtliche in irgendeiner Form verschlüsselten und vertraulichen Verbindungen, die aus einer Schule passieren, über eine derartige Verbindung, wenn das so installiert ist im Browser, kann der Schüler nicht mehr nachvollziehen, dass in diesem Fall er nicht mit dem Dienst spricht, zum Beispiel mit seinem E-Mail-Anbieter, mit vielleicht sogar seiner Bank, wenn es ältere Schüler sind, sondern mit der Blackbox in der Mitte. Insofern, es ist mir wichtig zu sagen, ich bin sicher, dass die Intention hier eine gute war. Und ich glaube auch, dass die Durchführung vielleicht nicht ganz so geschickt ist. Denn man kann Sicherheit nicht gewährleisten, indem man hier die Verbindungssicherheit kompromittiert. Genau das ist aber hier passiert. Sicherheit ist ein schwieriges Thema, bei dem die Schulen insgesamt selber eine stärkere Kompetenz haben müssen und auch stärker selber das Thema in die Hand nehmen müssen. Aber das Thema endet dort nicht. Es ist kein technisches Thema, es ist auch nicht nur ein Prozessthema, sondern es ist auch ein Thema von, wie gehen wir um mit gewollter Manipulation. Aber ich habe jetzt hier mal ein Nicht-IT-Thema genommen, obwohl es nicht hundertprozentig Nicht-IT. Weil ich finde diese Automaten relativ spannend. Die erlauben einem nämlich, sich ein individuelles Getränk aus diesen 6 Knöpfen zusammenzustellen. Das ist insofern spannend übrigens auch, weil die sind vernetzt. Das heißt also, ich kann dann Personenidentifikation machen über das Getränk, dass sich da jemand rauszieht und ich weiß also dann Metadaten, wo die Schüler gewesen sind und wann sie getrunken haben. Das ist relativ spannend, weil natürlich kein Mensch darüber nachgedacht hat, dass diese Maschinen aufgestellt wurden. Deshalb gesagt, zumindest nicht diejenigen, die verantwortlich waren, die Erlaubnis zu erteilen. Und wenn derartige Maschinen selbst gesponsert hier an Schulen aufgestellt würden, denke ich, gäbe es einige Bedenken. Und zu Recht einige Bedenken. Zum einen natürlich die Frage der Gesundheit. Ob es wirklich sehr gut ist, so viel Zuckerwasser in sich hineinzukippen, ist eine sehr, sehr gute gesundheitliche Frage. Aber eben auch die Frage des kompetenten Umgangs. Schulen sollen ja in vieler Hinsicht auch Vorbildfunktionen sein. Und man würde sehr bewusst sagen, ja, also das ist jetzt vielleicht nicht das, was wir wollen für unsere Schulen. In anderen Themen wird das aber nicht so kritisch gesehen. Also angenommen, dieses Unternehmen würde jetzt anbieten, diese Automaten umsonst aufzustellen. In dem Wissen, dass wenn die Schüler erstmal entsprechend konditioniert sind, sie dann auch hinterher immer wieder zu dieser Firma zurückrennen, um genau da zu kaufen.
und dass ihre Eltern entsprechend bequengeln werden, um dann genau diese Getränke wieder zu kaufen. Hier würde man das relativ klar und offensichtlich, und viele Leute sagen dann sofort, ja, nee, das geht nicht. Und da ist man sich sehr schnell sehr einig. Lustigerweise ist das Prinzip, nach dem proprietäre Software vorgeht, genau dasselbe. Sie geben das umsonst, vorgeblich umsonst, oder zu extremst vergünstigsten Konditionen, weil sie genau wissen, dann gewöhnt sich der Schüler dran. Dann kennt er das, hat er aus der Schule gelernt, das ist so, wenn ich durstig bin, muss ich das da trinken und wenn ich am Computer sein will, brauche ich irgendwie mein Betriebssystem meines großen amerikanischen Herstellers. Das ist kein Zufall, es ist genau dieselbe Form von Werbung, genau dieselbe Form von Manipulation und wir wissen eindeutig aus den psychologischen Studien, dass Kinder extrem anfällig sind, genau dafür. Die würden es nicht machen, wenn es nicht so exzellent funktionieren würde. Es funktioniert ausgezeichnet. Und natürlich müssen dann die Eltern auch noch eine Kopie dieses Systems zu Hause haben, weil sonst können die Kinder ihre ganzen Hausaufgaben nicht machen. Ich kenne viele Eltern auch aus dem Umfeld, die sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzen, die dann lange Kämpfe mit ihrer Schule führen darüber, ob die Kinder dann das auch im offenen Dokumentenformat abgeben dürfen oder nicht. Gibt es ewige Kämpfe zwischen Eltern und Schulen. Unsere Frage hier ist also, in diesem Fall, was wollen wir? Wollen wir eine Produktschulung oder wollen wir tatsächlich die Grundlagen beibringen von etwas? Und das bringt mich wieder zurück zur kommerziellen Überwachung. Das Schöne ist, Google, aber auch Microsoft oder Apple oder wer auch immer, vergessen nie. Vergessen ist in dem System nicht vorgesehen. Auch die NSA vergisst nie. Also insofern, keiner von denen hat ein Interesse daran, zu vergessen. Das Problem ist aber, die Gesellschaft hat ein berechtigtes Interesse daran, dass insbesondere das, was in den Schulen passiert, vergessen wird. Denn Menschen, wenn sie unfertig sind, wenn sie noch nicht voll ausgeprägte Personen sind, tun auch dumme Dinge. Das ist so. Ich habe Dinge aus meiner Schulzeit, bin ich auch nicht stolz drauf. Ich bin sicher, das geht jedem anderen so. Und dieses Vergessen ist ein wichtiger Teil. Wir müssen es erlauben, dass Menschen sich ausprägen dürfen, ohne potenziell ihr ganzes Leben in irgendeiner Form damit konfrontiert zu bleiben. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in einer Prä-Total-Überwachungszeit aufgewachsen bin oder aufwachsen durfte. Ich hatte genauso die Generation, wo es dann sehr schnell wurde, aber ich war dann schon in der Universität, dass das Internet wirklich massiv nach vorne ging. Ich glaube, das Vergessen wird häufig vergessen, als ein ganz, ganz wichtiger Teil der Ausbildung. Wir müssen den Kindern gestatten, Dummheiten zu machen, sich dämlich zu benehmen, über die Stränge zu schlagen und in irgendeiner Form sich auszuprobieren. Ansonsten können sie nicht zu normalen, gesunden Erwachsenen heranwachsen. Wenn sie fürchten müssen, dass all das immer wieder hochkommt später, ist das ein Riesenproblem. Es ist übrigens auch andersrum ein Riesenproblem, weil auch Entscheider, auch politische Entscheider, seien sie jetzt einfach Schweizer Bürger, die basisdemokratisch abstimmen dürfen, seien sie Nationalräte, seien sie irgendwo in irgendeinem Unternehmen an entscheidender Position, haben Kinder. Kinder sind für alle Eltern, ich spreche da aus persönlicher Erfahrung, die absolute Achillesferse. Immer. Also zumindest für gesunde Eltern vermutlich. Also bei mir jedenfalls ist es so. Kinder sind das eine Ding, wo man nie, aber auch wirklich nie in irgendeiner Form ihnen es erlauben will, dass sie zu Schaden kommen. Man will sie schützen, man will immer für sie da sein. Das ist bei uns ganz normal so angelegt. Wenn jetzt aber zum Beispiel unsere Kinder in Schwierigkeiten kommen in der Schule, macht uns das zu einem gewissen Maß erpressbar. Selbst wenn unsere eigenen Informationen da nicht drin liegen,
wenn die Informationen unserer Kinder dort sind, werden wir in Teilen erpressbar. Es kommen Informationen über uns in das System, die wir unter Umständen gar nicht wollen. Und dann, Software ist mehr als nur ein Werkzeug. Lawrence Lessig, Stanford Law Professor, hat mal sehr schön gesagt, Code is Law. Er ist nicht der Erste, der was in die Richtung gesagt hat, aber er hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Der Software-Code definiert die Regeln, nach denen Technologie funktioniert. Und damit sind es letzten Endes wie Gesetze, die im technischen Rahmen alles definieren können, bis hin zu, wenn man so will, der Schwerkraft. Die kann seitwärts hoch, runter gehen, das entscheidet der Programmierer. Und die sind nicht verhandelbar. Wir müssen also die Software viel, viel, viel stärker nicht nur als ein Werkzeug sehen, sondern letzten Endes als eine Kulturtechnik, die unseren digitalen Raum gestaltet. Die Frage ist nun, wer soll diesen Raum gestalten? Caspar Bowen, der, wenn man sich übrigens für dieses Thema interessiert, durchaus extrem gute Präsentationen gibt. Der hat mal eine Präsentation gegeben, How to Wiretap the Cloud Without Almost Anybody Noticing. Das war noch so ein bisschen die Vor-Snowden-Zeit gerade so, um und bei. Hochspannend. Ehemaliger Chief Privacy Officer, Chief, wie auch immer, bei Microsoft, sagt mittlerweile, er traut Microsoft nicht mehr. Sagt aber, letzten Endes geht er weiter. Er sagt nicht, er traut nicht mehr Microsoft, er traut proprietärer Software nicht mehr. Das geht ganz, ganz vielen sicherheitsbewussten Menschen heutzutage so, weil in diesem Fall die Regeln, die Gesetze dieser digitalen Welt geheim sind. Die kennt nur der Hersteller. Nur der Hersteller weiß, welche Regeln in diesem Land gelten. Das ist, als würde man in einem Land leben, wo man das Gesetzbuch nicht lesen kann, wo die Gerichte entscheiden aufgrund eines Gesetzes, das man nie gesehen hat, wo die Anwälte und der Richter sich unterhalten in einer geheimen Sprache, die man nicht versteht, und am Ende kommt irgendein Urteil raus und dann muss man dann leben. Und keine Möglichkeit, diese Gesetze zu verhandeln, auch Einfluss zu nehmen oder sie gar auch nur zu verstehen. Das aus meiner Sicht ist keine demokratische Gesellschaft. Für mich ist deswegen Open Source, freie Software, essentiell für die Demokratie. Essentiell auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und da kommen wir wieder zur Nachhaltigkeit. Es ist ganz klar eine Frage der digitalen Nachhaltigkeit, dass ich diese Regeln verstehen kann, dass ich diese Regeln nachvollziehen kann, beeinflussen kann und dass ich begreifen kann, was diese Welt, in der ich dann lebe, und das Digitale bestimmt unsere Welt mittlerweile in einem Ausmaß, wie es sehr, 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 sehr wenigen Menschen eigentlich bewusst war vor 10 Jahren. Also wir bewegen uns so schnell in diese voll digitalisierte Gesellschaft, dass wir kaum Zeit haben, unseren gesellschaftlichen Prozessen das nachzuvollziehen. Diese Gesellschaft wird gestaltet durch Code. Deswegen müssen wir unbedingt diesen Code kontrollieren. Und übrigens sind Schulen sowieso der natürliche Ort für freie Software, für Open Source. Denn use, study, share, improve. Benutzen, studieren, teilen und verbessern. Das sind die 4 Basisfreiheiten freier Software. Die 2. Freiheit, study, lernen. Man darf lernen, wie etwas funktioniert. Man darf es verstehen. Man ist nicht in einem Käfig eingesperrt, wo man Elektroschocks kriegt, jedes Mal, wenn man versucht, in irgendeiner Form neugierig eine Grenze zu überschreiten. Man ist ausdrücklich aufgefordert zu lernen. Und nur durch das Verständnis der Technologie, durch das Verständnis dessen, was die Technologie über uns sagt, können wir dann auch wieder Sicherheit gewinnen. Denn Sicherheit bedeutet natürlich auch zu verstehen, wie diese Welt funktioniert. Wenn ich das nicht verstehe, wie kann ich in der Welt überhaupt mich sicher bewegen? Das Verständnis ist Basis überhaupt dafür. Und es ist doch ein bewährtes Prinzip. Wir haben doch auch in der Biologie, machen wir ja auch Experimente, wo Kinder Dinge wachsen lassen, wo sie sich damit beschäftigen, wo sie es anfassen dürfen, wo sie experimentieren dürfen, um zu verstehen, wie geht das eigentlich. Eine
wir machen mechanische Experimente, wir machen in der Physik Experimente. Wir versuchen in allen Dingen möglichst den Bezug zur Realität herzustellen, damit die Kinder verstehen, diese Dinge haben reale, echte Auswirkungen auf sie. Nur durch das Experimentieren lernen wir wirklich nachhaltig. Zumindest das ist meine Erfahrung. Also ich bin bei Ihnen auch sehr starker Autodidakt in der Hinsicht. Ich lerne nur, wenn ich es selber anfassen darf. Und genau dieses Anfassen dürfen, das Experimentieren dürfen, ist das, was freie Software, was Open Source auszeichnet. Daher denke ich, ist es Zeit für die Schulen, da auch stärker auf das Thema zu setzen, sich mehr dafür zu interessieren, was mit den Daten passiert, das Recht auf Vergessen für die Schüler einfordert und entsprechend dafür sorgt, dass das auch da ist. Und das hat dann auch eine Frage von, wo liegen die Daten? Ich persönlich bin ein starker Verfechter dessen, dass die Schulen die Daten idealerweise selber hosten, wenn sie das nicht können, dann in irgendeiner Form im Land, in demselben Land, wo auch die demokratische Grundordnung existiert, die diese Daten in irgendeiner Form generiert hat und die dann auch sagen kann, diese Daten müssen wieder vergessen werden. Es muss in der Hand derjenigen bleiben, die unmittelbar damit betroffen sind. Aber Schulen müssen auch Vorbild sein. Ich kann natürlich im Unterricht sagen, ihr sollt alle Open Source machen. Und dann gehe ich irgendwie und habe meine gesamte Verwaltung auf Microsoft und sonst wie. Und, ne? Ich bin selber Vater, daher habe ich natürlich auch Remolago gelesen, ist ja klar. Die Autorität im Thema. Und er hat sehr schön und auch wissenschaftlich gezeigt, wie sich die Kinder entwickeln, was so die normalen Parameter sind und so weiter und so fort. Er hat aber auch sehr viele sehr intelligente und gute Ratschläge für Eltern. Manchmal ist man durchaus etwas ratlos, weil die Kleinen kommen nicht mit Gebrauchsanweisung. Lustigerweise hat er aber auch immer sehr klar gesagt, es ist die Vorbildfunktion. Ich kann das eine sagen, wenn ich was anderes tue, die Kleinen sind extrem geschickt darin, rauszukriegen, wann ich in irgendeiner Form was anderes sage, als ich tue. Das ist auch bei Schülern so. Das heißt, Schulen müssen allein aufgrund ihrer Vorbildfunktion eigentlich ganz klar sich zu freier Software, zu Open Source bekennen, auf allen Ebenen dessen, was sie tun. Weil ich kann nicht den Leuten sagen, irgendwie, ihr sollt, keine Ahnung, die Umwelt schützen und dann irgendwie im Hinterhof das Altöl entsorgen, nämlich in den Fluss kippe. Das passt nicht zusammen. Aus dem Grunde für mich ganz klar, Open Source gehört in die Schulen auf allen Ebenen, in alle Bereiche. Und nur so, nur durch das Bewusstsein, nur durch das Verstehen, wie Software funktioniert, wie diese Gesetzmäßigkeiten funktionieren, wie ich selber auch lernen kann, was sich da drin tut. Nur so kann ich dann auch wieder die Sicherheit erreichen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sicherheit kommt auch aus dem Verstehen dessen, was ich tue. Und dieses Verstehen im Prinzip eigentlich als fortwährender Bestandteil der Aufklärung, wenn man so will, ist Basisvoraussetzung. Ich kann mich sonst blind nach irgendwelchen Vorgaben richten, ja, ich kann irgendwelche Regeln aufstellen, aber dann wird das zu einem stumpfen Nachexerzieren von irgendwelchen Routinen. Das bringt kein Verständnis, das bringt auch keine nachhaltige Sicherheit, weil diese Routinen irgendwann nicht sich verhalten, weil das gibt es ja was Neues. Daher Verständnis. Ausbildung ist für mich der Kern des Ganzen. Dankeschön.